Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank den Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kunst und Kultur, dass wir hier mit dem Projekt Lebensmelodien an diesem Abend teilnehmen dürfen. Mit unserem Projekt weisen wir einen Weg zum Übergang der Erinnerungskultur in die nächste Generation. Und wir sind mit Ihnen verbunden im Aufspüren von Schicksalen, die Menschen angesichts des Todes erlitten haben. Denn die Lebensmelodien schenken ermordeten jüdischen Komponisten und Musikern wieder eine Stimme. Verlorene Musik und verlorene Lebensgeschichten werden so wieder lebendig. In diesem Augenblick sind wir verbunden mit den Familien, die uns diese Geschichten bewahrt haben. Es war für sie ein langer Weg, die Melodien mit ihren Schicksalen wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und es ist ein Zeichen großen Vertrauens, dass sie uns zutrauen, die Lebensmelodien achtsam zu pflegen und zu bewahren. Wir wissen also, dass es auf unser Engagement ankommt, dass das Leben, das aus dieser Musik spricht, nicht noch einmal verletzt wird. Ein Engagement, das uns als Kirche im Rahmen dieser Reihe verbindet mit Synagogen, Moscheen und anderen Projekten im gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit jeglicher Art. Mein Dank gilt an dieser Stelle den Förderern unserer Konzerte. Unsere Konzerte werden durch den Beauftragten der Bundesregierung im Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, gefördert. Wir sind dankbar, dass wir durch seine Unterstützung inzwischen bundesweit Lebensmelodienkonzerte durchführen können. Mittlerweile haben wir zu dem Konzertprogramm auch ein Bildungsprogramm entwickelt. So erfahren Schülerinnen und Schüler die Lebensmelodien als Projekt ihrer Schule, das ganz unterschiedliche Schulfächer miteinander verbindet. Wir glauben, dass wir dadurch einen wichtigen Schritt getan haben, einen musikalischen Erinnerungsteil an die Shoah in die nächste Generation zu vermitteln. Erinnern also als ein wichtiger Beitrag für das demokratische Zusammenleben in unserer Gesellschaft heute. Auch diese Projektkooperation findet nun bundesweit statt. Viele Schulen sind unsere Projektpartner. Die Friede-Springer-Stiftung fördert diese pädagogische Ausrichtung der Lebensmelodien. Auch ihr sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Sie werden es gleich erleben können. Es ist Musik voller Bewegung und Fröhlichkeit. Ich empfinde es persönlich so, dass diese Fröhlichkeit den damaligen Umständen abgetrotzt wurde. Von Herzen Dank dem künstlerischen Leiter der Lebensmelodien, Nur Ben Shalom, mit seinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Heute hören wir ein kleines Ensemble mit Francesca Zappa, Marina Graumann und Michael Cohn-Weißert am Klavier. Er hat die musikalische Bearbeitung für den heutigen Abend arrangiert und neu komponiert. Ein Dank auch an Ulrich Mattes. Er gibt den Ermordeten wieder eine Stimme. Viel Freude nun beim Hören dieser wunderbaren Musik.
Rabbi Kalonimus Kalmi Shapira aus Piasecno, einem Städtchen in der Nähe von Warschau, zählte in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen zu den jüngeren chassidischen Rebbes. Während der Shoah befand er sich im Warschauer Ghetto und fuhr auch dort damit fort, an jedem Schabbat einen chassidischen Tisch zu unterhalten, und bis zur Liquidierung des Ghettos Predigten über den Sinn des Leidens jener Tage zu halten. Nach Auflösung des Ghettos wurde er ins Zwangsarbeiterlager von Bodzin im Landkreis Lublin verschickt und dort am 3. November 1943 ermordet. Als er spürte, dass sein Leben in Gefahr war, sorgte er bei Zeiten dafür, die Manuskripte seiner Predigten in Milchkannen zu verstecken, in denen noch viele andere bedeutende Dokumente aus dem Ghetto verborgen wurden. Diese Sammlung wurde später als das Ringelblum-Archiv bekannt. Heute gelten die Schriften des Rebbes als Teil der bedeutendsten theologischen Zeugnisse aus der Zeit der Shoah. Unmittelbar bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kam bei einem der Fliegerangriffe der deutschen Wehrmacht auf Warschau sein Sohn, seine Schwiegertochter und seine Tante ums Leben. Trotz dieser persönlichen Tragödie und trotz des vielen Leids ringsum weigerte sich der Admor, eines der ihm unterbreiteten Fluchtangebote wahrzunehmen und blieb lieber bis zum bitteren Ende bei seinen Chassidim im Warschauer Ghetto. Der Tag, an dem sein ältestes Kind, sein einziger Sohn, ums Leben kam, war Sukkot, das Erntedankfest. Wir Juden versammelten uns zu einem rasch verrichteten Abendgebet in der Synagoge, da wir unsere Familie nicht allzu lange allein zu Hause lassen wollten. Gegen Ende des Gottesdienstes kam der Rebbe herein, umringt von den wenigen Chassidim, die noch da waren. Sie sahen ihn an. Der Rebbe, der noch nicht mit der Shiva, dem einwöchigen Trauersitzen, begonnen hatte, stellte sich an das Pult des Vorbeters und begann, eine Melodie zu singen, die heilige Melodie der Chassidim von Koschnitz-Karlin. Wieder und wieder wiederholte er seinen Nigun. Ich war in diesen Augenblicken zugegen und spürte förmlich, wie die Klänge mich forttrugen an einen anderen Ort, wo mein Herz von der schweren Realität abgelenkt wurde. Diese Minuten habe ich niemals vergessen. Sie haben mir während der ganzen langen Kriegsjahre Kraft verliehen und tun das bis zum heutigen Tag. Thank you.
Wir befanden uns im Arbeitslager Częstochowa in Polen, erzählt Israels ehemaliger Oberrabbiner Israel Lau. Es war im Winter, vor Chanukka, dem Lichterfest. Plötzlich hört mein Bruder Naftali in der großen, feuchten und eisig kalten Baracke aus dem Nachbarblock eine vertraute Melodie. Warte hier, sagt Naftali zu mir und geht in Richtung dieses Blocks. Mein Bruder kennt die Klänge. Es ist das Schabbatlied Lecha Dodi. Als er die benachbarte Baracke betritt, erkennt er sofort, wer dort singt. Es ist kein geringerer als der Chasan Josef Mandelbaum, der die Melodie selbst komponiert hatte. Dort hockt er nun, klein und abgezehrt auf der nackten Erde, und singt die Worte: Steh auf, aus Trümmern du, aus dem Tal der Tränen erhebe dich. Es war wie ein zarter, zauberhafter Walzer. Eine Woche später wurden mein Bruder und ich ins Konzentrationslager Buchenwald verschickt. Als wir dort eintrafen, erblickten wir beide auf einem Haufen persönlichen Gepäcks am Eingangstor plötzlich eine Ausgabe des Alten Testaments, die wir als Eigentum von Chasan Josef Mandelbaum erkannten. In dem Moment wurde uns klar, dass er dort in Buchenwald seinen letzten Weg gegangen war. 1982, also 40 Jahre später, berichtet Israel Lau, besucht sein Bruder Naftali Lau im Rahmen seines Amtes als israelischer Konsul in New York die Bobover chassidische Gemeinde. Dort erzählt er dem Rebbe anlässlich eines Kongresses die Geschichte von Josef Mandelbaum. Der Rebbe hört schweigend zu, winkt seinen Gehilfen herbei und flüstert diesem ein paar Sätze ins Ohr. Wenige Minuten später erscheint plötzlich ein alter Jude und betritt den Raum. Der Rebbe wendet sich meinem Bruder Naftali zu und sagt auf Jiddisch: Dus ist Josel Mandelbaum. Und jener, der Chasan, beginnt zu singen. Während er die Tausenden der dort versammelten Chassidim von Bobov betrachtet, sieht mein Bruder vor seinem geistigen Auge jene, die fast ausnahmslos alle in den Tod geschickt worden waren. Er sieht sie, wie sie damals auf dem blanken Erdboden des Lagers Częstochowa gesessen und aus dem Mund desselben Chasans dasselbe Lied vernommen hatten. Thank you.
Schmul Lazarowitsch, ein junger Mann Anfang 30, wurde zum ungarischen Arbeitsdienst rekrutiert. Zu Hause hinterließ er Frau und Kinder. Schmul Blas, ein jüdischer Musiker, wurde in dasselbe Arbeitsbataillon gesteckt. Während ihres Sklavendienstes lehrte er seinen neuen Freund Lazarowitsch eine von ihm selbst komponierte Melodie, die ungarische Version des am Sederabend des Pessachfestes gesungenen Liedes Chad Gadya, ein Lämmlein. Einer der beiden skizzierte ein paar Notenzeilen auf einem zufällig gefundenen Blatt Papier, um die von Blas verfasste Melodie festzuhalten. Als Lazarowitsch später auf einen kurzen Heimaturlaub in sein ungarisches Dorf Hedies zurückkehrte, verbarg er das Blatt mit dem Lied in einem Seitenschrank seines Hauses. Im März 1944 fiel die deutsche Armee in Ungarn ein. Viele ungarische Juden wurden ermordet, darunter auch Schmul Blas. Auch Lazarowitschs Familie, seine Frau und seine Kinder kamen ums Leben. Lazarowitsch selbst wurde ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Als er 1945 nach Kriegsende nach Hedies zurückkehrte, wurde er von den Dorfbewohnern herzlich aufgenommen. Er aber eilte nach Hause, um festzustellen, welches Schicksal sein einstiges Heim ereilt hatte. Der Holzschrank, wo er die jüdischen Kultgegenstände verwahrt hatte, war unversehrt. Er öffnete ihn und entdeckte dort eine Pessach-Haggadah mit der Geschichte des Auszugs aus Ägypten und zwischen ihren Seiten ein vergilbtes Notenblatt, die ungarische Version von Chad Gadya, vertont von seinem Freund Schmul Blas. Thank you.
Nissan Just wurde 1876 im Städtchen Zhikov geboren. Schon in seiner Jugend war er für seine klangvolle Stimme bekannt und fungierte am Schabbat und an den Feiertagen als Chasan, als Vorbeter in der Synagoge seiner Heimatstadt. Man erzählt, dass der Wischnitzer Rebbe Israel Hager den Chasan Just bei einem seiner Besuche in Zhikov vorbeten hörte und ganz begeistert war. Er bat Just, nach Wischnitz umzuziehen, was dieser auch tat. Schon bald wurde er zum Hauptkantor der örtlichen Synagoge und begann, für die Gebetstexte seine eigenen Melodien zu komponieren. Seine Werke galten als außerordentlich rührend. Und sogar Juden aus anderen Orten besuchten die Wischnitzer Synagoge, um die dortigen Melodien zu hören. Mit der Eroberung Ungarns durch die Nationalsozialisten wurde Nissan Just zusammen mit allen anderen Juden des Städtchens ins Ghetto gebracht und von dort mit ihnen zusammen nach Auschwitz in die Vernichtung. Überlebende erzählen, wenn die Wischnitzer Melodien im Lager erklangen, belebten sich die Seelen der Juden inmitten dieser grauenvollen Hölle für einen kurzen Augenblick. Sie hören nun eine der bekannteren Melodien der Wischnitzer Chassidim. Thank you.
war die letzte Station erreicht? Auschwitz. Von hier gab es kein Entrinnen. Man stand da, bestohlen, beraubt und beschämt, weil man nichts mehr besaß auf dieser Welt. Ach, würde die Erde von Auschwitz doch jetzt ihr Maul aufreißen und uns lebend verschlingen, betete er in seinem Herzen. Und es entfachte sich plötzlich ein Sturm in seiner Seele, der ihn aus der Starre riss und zum Tanzen brachte. Er tanzte, nackt. Aus seiner Schande heraus tanzte er, stumm. Nur die Beine hoben sich, die Hände hatte er himmelwärts gestreckt und die Augen, riesengroß aufgerissen waren sie. In seinem Geist hatte sich eine innere Flamme entzündet. So glaubt mir doch, das ist kein Hirngespinst, flehte der Mann. Es war ein Tanz, der vielleicht von keinem beachtet wurde in jenem Wahnsinn dort in Auschwitz. Es war der Tanz eines Menschen, dem nichts mehr geblieben war, und aus diesem Grund war er ganz und gar von der Flamme des erhabensten Glaubens erfüllt. Ein Schrei brach aus dem Mann hervor, als fürchte er sich vor seiner eigenen Stimme. Dann verstummte er plötzlich. Seine großen brennenden Augen jedoch, die nun aussahen wie zwei unter einem Haufen von Asche glühende Feuerzünglein, seine Augen waren es, die das Geheimnis enthüllten. Thank you.
Thank you.